let's drift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Freunde, leer. Ich bin leer. Mein Blumenerdengedöns ist weg. Hat super geklappt. Ich war um kurz nach 8:30 war ich hier und ja, ruckzuck abgeladen. Habt ihr das selber gesehen? Lange Gabel funktioniert einwandfrei. Ja, schöne Grüße nochmal an Lukas. Den habe ich gestern Abend in Kassel getroffen, oder besser gesagt, er mich. Hat mich erstmal eingeparkt, die Zecke. Ne, habe ich mir aber erlaubt. Ne? Nicht, dass es heißt, hier der Möller lässt sich alles gefallen. Ne? So läuft's nicht. Ja, hat mich gefreut, mein Lieber, dass wir uns mal so getroffen haben. Cool, dass du jetzt wieder einen richtigen Job gefunden hast, der dir auch Spaß macht. Und ich drücke dir die Daumen für alles andere. Ja, Freunde, hier, wisst ihr schon Bescheid. Guck mal, was es dann gibt. Ich gehe mal stark von unserer Richtung aus. Und auch wenn ich einen Auflieger jetzt super, keine Ahnung, so ein Krach. Auch wenn ich einen Auflieger jetzt gut aufgeräumt habe, denke ich immer, naja, dass er vielleicht dann weg ist. Aber schauen wir mal. Ja, wir lassen uns überraschen. Also, ich melde mich, wenn ich weiß, was abgeht. Bis dahin. Was denn vor mir? Ja, ich kann alles anschauen.
Ja, Leute, wie fange ich an? Ich habe Feierabend. Ich habe seit 16 Uhr Feierabend und habe so einen Halt. Weil ich könnte auch zu Hause sein. Ne? Man hat mir gesagt, die sind hier bis 16 Uhr da und ich soll doch bitte vorbeifahren. Und da habe ich das gemacht. Die sind auch da gewesen, aber so unfreundlich an der Sprechanlage. Ich sage, ich habe 10 Paletten noch zum Abladen, ob sie sie annehmen. Nö. Sie hätten Feierabend. Um 3:55. Fairerweise muss ich sagen, an der Tür stand Warenannahme bis 15 Uhr. Leider hat man aber nicht angerufen und hat nachgefragt. Und jetzt habe ich halt die Arschkarte und muss roundabout 13 Stunden Pause machen. Ist mir so scheißegal, ehrlich. Ich meine, gut, ich hätte zu Hause sein können, gell? Das muss man dazu sagen. Schon ein bisschen ärgerlich. Aber SD, scheiß drauf. Egal, ja, jetzt stehe ich hier in, wie heißt das Kaff wieder? Dietzenbach, in Dietzenbach stehe ich. Hier habe ich schon mal gestanden. Ich wollte da nicht stehen bleiben, weil der Parkplatz, der da ist, der ist Renos Durchgangsverkehr. Und was da alles auf dem Parkplatz stand, muss ich mir nicht geben. Deswegen bin ich hier die 8 Kilometer hergefahren. Jo. Jo, schneide ich ein bisschen Video. Mich müdet noch etwas. Und wenn ich dann morgen hier fertig bin, geht's Richtung Saarbrücken. Na, da wollte ich eigentlich heute Abend noch hin. Aber leider. Also bis kurz vor Kaiserslautern wollte ich. Aber das gibt jetzt halt nichts. Macht ja nichts. Ne? Chill mal halt mal hier ab. Ich hoffe nur, dass es hier ruhig ist heute Nacht. Nicht, dass die hier anfangen, doof zu machen. Habe ich keinen Bock drauf. Naja, alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Und gehabet euch wohl. Bis dahin.
Ja, die Rampe vergessen wegzumachen. Ich weiß nicht. Nö. Kann ich auch nichts für. Ja, Freunde, ein kräftiges Mal Hallo in die Runde. Sieht man mich? was einen gemacht so heute? Heute Morgen an der Rampe gewesen, an der ich gestern immer abgeladen kriegt habe. Lief. Hierher gefahren, an die Rampe gefahren, lief. Jetzt kommen noch zwei Rampen dazu. Ich fahre jetzt nach Worms. Lad an und dann Bad Kreuznach zurück. Und dann hoffe ich mal, dass ich hinkriege, dass wir abends daheim können. Es wäre schön. Und wieder mal akkurat. Ja, hey Freunde, es ist Donnerstagabend, 20 vor 8 und ich habe jetzt noch knapp 10 Kilometer bis zu Hause. Ein Tag mit Stress begonnen und mit Hyperstress geendet. Ich habe keine Ladezähne irgendwie filmen können oder sonst irgendwas. Weil alles nur im Verborgenen und keine Ahnung. Ich gehe da morgen noch mal drauf ein, weil den heutigen Tag, den kannst du bis auf eine kleine Kleinigkeit, kannst du den total vergessen. Stress pur bis zum geht im Meer. Also Freunde, ich wollte mich eigentlich nur noch mal melden, weil heute ein paar Fahrzeiten oder was weiß ich, aber ich schuster da schon was zusammen, kennt er mich ja für. Und ich gehe da morgen nochmal drauf ein, weil da fehlen mir bis jetzt echt die Worte zu. Man könnte sich wieder echauffieren bis zum geht nicht mehr. Dann heißt es wieder Mimimi, aber das ist mir scheißegal. Also morgen hau ich das raus. Muss sein, irgendwann erzähle ich euch, was mich genervt hat. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Feierabend. Ihr seht, ich habe mich schon mal abgeschnallt. Damit ich gleich aus dem Auto springen kann und nur noch heim, duschen, Couch, Feierabend. Mehr gibt es nicht mehr heute. Ja. Also, wir sehen uns morgen früh mit zwei Abladestellen, einmal Giebelstadt und Adelsdorf und haltet die Ohren steif. Also, bis morgen, haut rein. Now it's clear to me we miscommunicated. You equivocated.
You've already moved on, I'm alone and so damn jaded. And I hate it. Cause all I needed was a simple yes or no. How would I know? All you gave me, maybe, baby, how'd I know? If you never showed. She's pretty and she's fair. Morgen, meine liebe Community, ich grüße euch. Ach, das sind schon wieder meine Freunde mit dem silberblauen Auto. Ja, Mensch, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend gehabt. Ihr habt die Nacht gut rumgebracht. Ich auch. Ich war so happy, wo ich gestern Abend endlich zu Hause war. Nach dieser Katastrophe gestern Nachmittag, also ich wollte euch ja ein bisschen was darüber noch erzählen und also ich muss schon ehrlich sagen, was bei uns hier mittlerweile so abgeht, also jetzt nicht bei uns auf der Firma, ich möchte, dass das nicht falsch verstanden wird, also das ist schon der Wahnsinn. Ich bin gestern in Worms gewesen bei einer Spedition, welchen Namen ich hier nicht nennen möchte. Aber das war katastrophal, ehrlich. Da wurdest du von Beginn an vom Pförtner bis zum Pförtner nur blöd angemacht. Du wurdest behandelt, als ob du Dreck bist, als ob du Luft bist. Ich habe mich, glaube ich, mit zwei Leuten da drin unterhalten. Einmal mit einer jungen Dame, sage ich jetzt mal, in der Anmeldung. Die war am Anfang nett, dann war sie doof, dann war sie wieder nett am Schluss und mit einem Staplerfahrer, der echt cool war. Aber ansonsten nur Scheiße. Nur Scheiße. Ich bin da hingekommen, habe mich angestellt an einem Stoppschild, da waren zwei oder drei LKWs vor mir. Habe ich angehalten, bin nach vorne zum Pförtner gelaufen, da stand schon ein Kollege. Der sagte zu der Tussi da, und es war wirklich wieder so eine Mega-Tussi, kann man echt sagen, ne? Sagte, sag's mir aber erst, wenn ich weg bin, ich kann mir das nicht wieder anhören. Da habe ich ja gedacht, oh, was kommt denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Und da bin ich hin und wollte mich anmelden und ob ich mich denn im Einkaufsladen auch vordrängeln würde. Sag ich, wer will sich denn hier vordrängeln? Sag ich, ich weiß doch nicht, ob die Kollegen, die da im Auto sitzen, sich vielleicht schon angemeldet haben und warten, dass der Erste vorne wegfährt oder was. Ja, ob ich noch nie da gewesen wäre, ob ich das nicht wüsste, sag ich, nee, sag ich, soll ich alles wissen, wo mir hinkommen, wie was funktioniert? Sag ich, dann hängen ein scheiß Schild auf, sag ich, dann weiß man, dass man nachrückt und sich dann anmeldet. So, in dem, wo ich das gesagt habe und wieder zum LKW zurückgegangen bin, kamen natürlich genau die, die hinter mir standen, genau dasselbe, ne? Weil das einfach im Instinkt dran ist. Du hältst irgendwo an und dann willst du dich anmelden, ne? So, egal. Nächste Geschichte. Dann bin ich da und da hingeschickt worden, was wirklich alles kein Thema war, was auch okay war. Hab da geparkt, bin zur Anmeldung rein, da war, ne, wir haben ja Corona. Und es ist nur halt mal so, ne? Abstand, Maske, hin und her. Und ihr kennt mich mittlerweile, ich trage die und fertig. So, da kommst du da rein und es ist jetzt wieder, und das könnt ihr mir glauben oder nicht, oder die Gutmenschen, die werden wieder sagen, das machen andere auch. Ja, das machen andere auch, aber nur Ostblocker da drin. Ostblock, Ostblock, Ostblock. Der eine die Maske hier, der andere die Maske da. Dann wird sich in der Schlange angestellt. Manche kennen sich da aus und die fahren für namhafte deutsche Speditionen. Also deutsche LKWs draußen. Ne? Egal. Auf jeden Fall, dann wird an dir vorbeigegangen. Es wird nicht auf den Abstand geachtet.
dann ist da der Kaffeeautomat, der ist an, da wird sich ein Kaffee geholt, dann wird sich hinter dich gestellt, die Maske abgezogen, die ganze Zeit Kaffee gesoffen und hin und her. Hammerhart, ehrlich, ey. Wer schützt uns eigentlich? Das muss man sich echt mal, also, ich merke schon wieder, ich rede mich in Rage, aber man muss das auch mal in die Welt tragen. Ne? Mir geht das tierisch auf den Sack. Jeder jammert, dass es keine Lockerungen und nichts gibt, aber es interessiert auch keine Sau, sich an diese ganze Scheiße zu halten. Dann wird es doch noch länger dauern. Hammerhart, ehrlich, ey. Und dann sprichst du die an, weißt du? Ich sag, hey, Kollege, Maske. Ne? Ey, da krieg ich so einen Hals. Ne? Und die, die da arbeiten, interessiert es einen Scheißdreck. Die laufen teilweise auch ohne darum. Hammer, echt, ey. Und ich werde das dieses Mal nicht rausschneiden. Ich werde das dieses Mal in den Teil bringen. Es ist mir scheißegal. Du kannst dich ehrlich, du wirst nur noch belogen, beschissen und blöd von der Seite angemacht. Ich habe am Schluss dann, habe ich mit der jungen Dame gesprochen, weil sie sich bei mir entschuldigt hatte, weil da, ne, ich wollte nachfragen, warum das so lange dauert, weil ich noch einen Nachfolgeladetermin hatte und so. Und da wurde mir vom Kopf geschissen, auf Deutsch gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, puff, hin und her. So, habe ich wieder da gestanden. Habe aber vorher 20 Minuten in dieser scheiß Schlange nochmal angestanden, wo wieder die ganzen Vollpfosten ohne ihre Drecksmaske und so standen. Da schwillt mir so der Kamm. Ich setze mich der Gefahr da aus. Versteht ihr, was ich meine? Hammerhart. Dann hat sie sich halt entschuldigt dafür, das war nicht so gemein und so. Sag ich, ja, ist ja in Ordnung. Sag ich, will nur mal eins sagen. Sag ich respektiere euren Job, der ist mit Sicherheit auch nicht einfach. Und wenn ich den ganzen Tag halb Deutsch, halb Polnisch nur reden muss oder Bulgarisch oder was weiß ich, dann verstehe ich auch, dass ihr in dem Sinne aggressiv werdet, wenn ihr nicht verstanden werdet. Sag ich, aber da können wir nichts dafür, sag ich, weil wir können uns verständigen. Sag ich, und ich habe genauso einen Respekt verdient für meinen Job, wie ich euren Job respektiere. Und ich weiß, dass der mit Sicherheit auch nicht leicht ist. Na? So. 6,5 Minuten gelabert schon wieder. Muss ich mal gucken. Also mich nervt das tierisch, ehrlich. Und das macht den Job in dem Sinne irgendwo immer unattraktiver. Die ganze Woche ist wirklich so weit super gelaufen, bis auf gestern Nachmittag. Ja. Das ist echt katastrophal. Das Ende vom Lied war, ich bin dann da weggefahren, fertig geladen. Ach so, und das wollte ich auch noch sagen. Und das Geile ist, jeder pluppt mich voll wegen meinen Turnschuh-ähnlichen Sicherheitsschuhen. Jeder. Das sind keine Sicherheitsschuhen, das sind keine Sicherheitsschuhen. Doch, das sind Sicherheitsschuhe. Ne? Aber da wird sich mehr drüber aufgeregt, ob du Sicherheitsschuhe auf hast, ne? Als dass andere eine Maske tragen. Was viel schlimmer ist. Also zu den Zeiten jetzt. Hammer, echt, ey. Deutschland, deine Idioten. Aber war schon immer so. So, Leute. Ich bin auf dem Weg nach Adelsdorf. Ich habe heute Morgen in Sulzdorf bei Giebelstadt abgeladen. Und ja, fahre jetzt, ja, kann man ruhig sagen, zu Aldi. Und habe da 16 Stellplätze abzuladen. Und dann gucken wir mal, was der Freitag heute noch so bringt. Gott sei Dank war ich gestern Abend zu Hause, also ich musste mal nach Hause, ehrlich. Ich konnte kein LKW und nichts mehr sehen. Aber war halt. Egal. So, Freunde. So ist es. Ich melde mich. Bis später.
Hello. Gelände. Freunde, was soll ich sagen? Es geht Richtung Heimat. Richtung Zuhause, auf Deutsch gesagt. Ja, heute war so ein Tag halt. Ne? War alles cool eigentlich. Beide Abladestellen hat alles super gepasst. Dann war eigentlich schon Feierabend. Dann hat man doch noch was gefunden, was ich für jemand anderen vorgeladen habe. Was aber auch kein Problem darstellt, weil man hilft ja gerne, wo man kann. Und jetzt habe ich meinen Auflieger genommen, leer, und habe am Montagmorgen erst ein Laden liefern mit Gipskarton. Also 6 Uhr Ladetermin, das heißt, ich muss so um 5:30 spätestens in Iphofen sein. Und das geht nach Würzburg. Also Laden liefern, das ist so. Also gurtest den ganzen Auflieger wie bekloppt und dann fährst du 30 Kilometer und schmeißt wieder alles runter. Also ist halt so. Ja, kommt manchmal vor, manchmal aber auch nicht. Was ist denn hier jetzt los? Haben wir hier Bremsspiele oder was? Ja.
soll ich sagen. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause. Ich freue mich, dass es mal nicht so spät wird. Und dafür muss ich halt Montagmorgen. Ich denke mal, ich muss um 4 aufstehen, denke ich mal so ungefähr. Aber ist auch nicht schlimm. Nicht schlimm! Na? Gut. Seht mir die paar Sätze, die ich da rausgehauen habe, noch nach. Aber ich muss die auch mal raushauen. Man kann nicht immer sagen, die ganze Welt ist schön. Man muss auch mal auf Missstände hinweisen. Und ich glaube, wenn wir es nicht machen, wer soll es denn sonst machen? Na, vielleicht kommt es ja irgendwann mal an der richtigen Stelle an. Man weiß es nicht. Egal, Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war Teil 180. Nur noch 20 bis zu 200. Sind trotzdem noch ein paar Wochen. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch der Urlaub dazwischen ist, zieht sich ja wieder ein bisschen, aber egal. Und ja, begrüße alle neuen Abonnenten. Auch hier nochmal einen schönen Gruß an Sascha, du alter Möbelkutscher. War ja bei dir kurz im Livestream. Wir haben uns lang nicht mehr gehört und naja, gesehen eigentlich schon, weil ich gucke ja deine Videos. Manchmal, wenn ich Zeit habe. Und ja, hat ja ein bisschen Werbung für mich gemacht, der Sascha. Recht herzlichen Dank. Im Umkehrschluss guckt ihr den natürlich auch, ist ja klar. Aber wie er auch schon gesagt hat, eigentlich ist das ja wie so eine eingeschworene Gemeinde. Also wer ihn guckt, guckt vielleicht auch mich. Auch wenn er mich nicht mag, ne, magen tut. Aber man muss ja auch nicht alle Leute mögen. Ja, habe ich ja in dem Livestream auch mitbekommen. Also es gibt echt Leute, die magen mich nicht. Aber es macht nichts. Ne? Ist mir auch Latte. Also Freunde, in dem Sinne, wie gesagt, danke an alle Neuen, die dabei sind, für eure Likes, Abos und Zustimmung. An meine ganze alte Community. Also die Bestandskunden sozusagen natürlich auch. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Lasst es ordentlich krachen. Und wie gesagt, ich verbleibe mit unserem Wicked Peace. Euer Mölli. Und haut rein. Es war richtig. Bis dahin. Ciao.